Hallo, Hallo, Silvia. Silvia. Hallo. Sehr schön. Ja, herzlich willkommen alle miteinander. 13 Uhr, Closing Session in der DATEV MOOC-Woche. Ganz toll, schön, dass ihr alle da seid. Und das Teilnehmerfeld steigt weiter an. Sehr schön. Ich freue mich riesig. Es war eine bisher total lernreiche, intensive Woche für mich auch. In der Moderation habe ich nicht nur moderieren noch besser gelernt, hoffentlich, und euch ein bisschen abholen können, sondern auch sehr, sehr viel Input bekommen. Und wir haben uns gedacht, dass wir euch zu Beginn ein bisschen aus der Mittagsmüdigkeit rausholen, aus dem Esskoma, wie auch immer man das nennen mag, und wollten euch eine kleine Umfrage posten. Und zwar, die Sandra startet die jetzt direkt. Welches Gefühl habt ihr denn nach dieser Woche? So möglichst in einem Wort. Was war das, was euch am meisten geprägt hat diese Woche bisher? Tragt das doch bitte mal ein und gebt uns mal Feedback und wir hoffen, dass gleich so eine kleine Wortwolke entsteht. Je nachdem. Ich habe auf jeden Fall auch ein Wort für mich parat. Mal gucken. Ja. Der eine oder andere schon was. Ah, das zweite ist gleich mit freigeschaltet jetzt, Sandra. Das war nicht der Klickt man noch Plan. nicht auf das zweite, ne? Ja, Nur bei das der Eins zweite machen wir bleiben. doch mal extra dann. Bitte nur das erste eingeben und dann gleich absenden. Wir üben das noch Oh, immer hier im Marianne, Holz. danke. Danke für das tolle Feedback. Ich freue mich. So, das sieht doch schon mal gut aus. Ich lese Perspektivenvielfalt. Das ist toll. Hektik, Überraschung, gute Laune. Und in der Mitte, das war meins, Moderationsmarathon. Ich gebe es zu. Aber es hat auch riesig Spaß gemacht. Neugierde ist auch sehr schön. Ja, wunderbar. Was habt ihr noch für Gefühlswelten gehabt diese Woche? Oder aktuell? Ja. Das zweite wird jetzt auch schon ausgefüllt. Bitte noch nicht so sehr beachten. Das machen wir gleich nochmal live dann. Zum Ende hin. Das war jetzt das Experiment, wo wir dann doch noch lernen, dass wir das nächste Mal Einzelumfragen erstellen. Ich habe Alles schon so gut. gedacht, oh, wenn das jetzt gleich beides angezeigt wird, aber naja. Nicht so schlimm. Alles gut. Wir machen das am Ende dann nochmal. Sehr Dann schön. machen wir jetzt erstmal Dankbarkeit. Das zu. finde ich toll. Ja, sehr schönes Wort. Dankbarkeit. Gute Laune auf jeden Fall. Das freut uns. Sehr schön. Okay. Begeisterung und Überraschung. Prima. Das sind doch tolle, eher positiv konnotierte. Hektik ist vielleicht ein bisschen negativer konnotiert, aber auch verständlich, weil es war sehr viel Input und es war auch teilweise natürlich ein bisschen dicht gedrängt, alles zeitlich. Können wir vollkommen nachvollziehen. Wenn ihr eure Antwort gegeben habt, klickt einfach auf Fertig, dann schließt sich dieses Pop-up-Fenster wieder. Und dann würde ich sagen, übergebe ich mal an unsere beiden, vielleicht sind sogar mehr als zwei, ich weiß nicht genau, aber auf jeden Fall unsere DATEVianer Christian und Simon, die euch ein bisschen in das Closing dieser Woche überführen wollen. Viel Spaß. Ja, danke dir, Marcel, für die Hinleitung und glaube ich auch schon mal danke für deine Betreuung so die Woche über. Das ist schon irgendwie ganz besonders, so nochmal jemanden zu haben, der einen so durch die Woche führt, der einem auch im Vorfeld begleitet und so. Das ist dann einfach nochmal ein ganz anderer Rahmen, als wenn man das irgendwie nur so für sich macht und da so ein direktes Sparring hat. Also dafür schon mal vielen Dank. Sehr gerne. Und wir haben uns gedacht, und du hast auch gerade schon gesagt, wir haben sehr viel gesendet und es war sehr viel Input die Woche über. Auch wenn es natürlich zwischendrin auch Diskussionen gab. Aber wir haben gedacht, die Woche war jetzt so voll. Es macht jetzt, glaube ich, nicht Sinn, hier und heute nochmal irgendwie neue Themen aufzumachen oder irgendwie noch mehr zu erzählen, sondern wir wollten eigentlich nochmal mehr mit euch in die Diskussion gehen und auch nochmal sozusagen schauen, was löst in euch nochmal Resonanz aus oder was sind Themen, wo ihr das Gefühl habt, da könnte man noch mal gut drüber sprechen. Ich tue euch mal in den Chat so die Themen der Woche reinkopieren und ich würde euch bitten, quasi einfach da, wo ihr sagt, hey, da hätte ich jetzt Lust noch mal in der Stunde sozusagen drauf zu schauen, da habe ich vielleicht noch eine Frage, da habe ich noch eine Anregung, da fällt mir noch was ein, das fand ich irgendwie spannend.
mach da einfach mal hier so ein. Da ist irgendjemand schon gemutet, dankeschön. Genau, mach da einfach mal einen Daumen oder ein Herzchen, was dir da irgendwie gerade passend findet. Am besten einfach jeder einen Daumen, dann kann man es miteinander vergleichen. Und dann machen wir es so ein bisschen wie diese Lean Coffee Methode. Wir fangen einfach mal mit dem Thema mit der meisten Resonanz an, machen da vielleicht mal 10 Minuten Fragen, Diskussion und schauen sozusagen, ob uns das reicht und kommen dann zum nächsten Thema. Vielleicht kommen wir zu allen Themen, vielleicht auch nicht. Vielleicht machen wir am Ende noch so eine kleine Runde Sonstiges. Simon, machst du das Big Picture noch mit rein, falls jemand ja, über unsere das, Strategie... Das ist so ein bisschen... Das ist so ein bisschen durch deinen Beitrag getrennt worden von den anderen. Ja, genau. Aber das ist sozusagen die große Klammer. Oder wenn ihr auch noch mal so ein bisschen diskutieren wollt, wie die Initiativen zusammenhängen, dann gerne auch eure Likes für Big Picture oder Data Learned. Genau. Ah ja, jetzt haben oben auch noch mal ein paar Leute ab. Genau, für die Leute, die jetzt noch dazugekommen sind, vielleicht noch mal kurz die Abholung. Ein paar sind ja auch gerade noch am Klicken. Es blinkt auch schön in meine Notifications die ganze Zeit. Wir haben gesagt, wir haben die ganze Woche so mit Inhalten gefüllt, dass wir eigentlich jetzt den Abschluss nutzen wollen, um das Ganze so ein bisschen abzurunden und auch noch mal in die Diskussion zu gehen. Und voten jetzt so ein bisschen für die Themen, wo ihr sagt, da habt ihr noch Lust weiter zu diskutieren. Da habt ihr vielleicht auch nochmal Fragen dazu, da wollt ihr nochmal so ein bisschen einsteigen. Und oben gibt es auch noch, sowohl oben als auch unten gibt es Dativ Lernen meets Big Picture, dass das nicht untergeht. Aber ich glaube, es gibt schon mal eine erste Tendenz und dann können wir vielleicht mit dem ersten Thema gleich starten. WDW, wenn Dativ wüsste, was Dativ weiß, also um nochmal sozusagen, was ist das Ganze, quasi einfach eine Plattform, wo man unkompliziert eine Session einstellen kann, sein Wissen teilen kann, sich sozusagen sein Wissen in die Organisation geben kann und gleichzeitig die Organisation oder jeder in der Organisation einfach die ganze Zeit Möglichkeiten hat, sozusagen da interessante Session und Themen zu besuchen. Was hältst du davon, wenn diejenigen, die WDW geklickt haben, jetzt einfach sich melden und oder reinrufen? Ja. Heute ist auch einer der wirklichen Erfinder von WDW dabei, nachdem ich mir am Mittwoch ja stellvertretend für euch WDW erzählt habe. Es ist gut, dass ihr heute den Simon selber zu den Gründungsmomenten befragen könnt. Legt los, fragt. Ja, da frage ich doch gleich nochmal den Gründer mit. Christian, du hast das schon so ein bisschen beantwortet beim letzten Mal, aber mich interessiert das auch nochmal aus der Perspektive jetzt von Simon. Sag mal, wie würdest du das einschätzen? War das bei euch so ein Pilotansatz oder war es eher so eine Graswurzelbewegung, dass mehrere einfach Lust darauf hatten? Also der Unterschied, Pilotansatz wurde ausgewählt, so, das machen wir jetzt mal als Pilot, ne? Oder die Graswurzel, einfach viele Menschen haben Lust drauf, weil sie es irgendwo anders gehört haben. Klar, wo ihr es gehört habt, aber das interessiert mich nochmal, weil wir haben schon gehört, in der Strategie, von der Strategie her war es nicht ursprünglich ein fester Wille, diese Form von Peer-Learning zu machen. Ja. Wir hoffen immer noch drauf, dass das dann irgendwann in die Strategie übergeht, das ist ja wunderbar. Aber mich würde es noch mal interessieren aus deiner Perspektive. Wie war eigentlich der Anfang? Genau, also ich würde sagen, ne, der Ausgangspunkt, das hat wahrscheinlich der Christian auch erzählt, war das DigiCamp und sozusagen von Shaquille die Session zu Lex und eben der Chris Knie, ein Kollege, der eigentlich im Datenschutz arbeitet, der gesagt hat, irgendwie ist das eine super Idee, das will ich machen. Und dann haben wir uns da sozusagen zusammengefunden. Und lustigerweise gab es sogar tatsächlich ja, fast parallel auch mal die Überlegungen, das in der Weiterbildung sozusagen von uns aus zu starten, ist aber dann auch so ein bisschen untergegangen, weil das halt so ein Thema ist, könnte man mal machen, aber ist jetzt auch nicht, also wann ist der richtige Zeitpunkt, so eine Initiative zu starten? Es gibt wahrscheinlich immer wichtigere oder brisantere Themen, deswegen sozusagen
würde ich sagen, ist es wirklich eine Graswurzelbewegung, weil wir das sozusagen auch erstmal so als Hobby angefangen haben und da auch nicht großartig sozusagen nachgefragt haben, ob wir das jetzt machen dürfen oder sollen, und sind dann einfach mal gestartet. Und da hatten wir, glaube ich, Glück, dass dann sozusagen das aber nicht so geendet ist, dass dann die Leute gesagt haben, naja, ihr hättet uns irgendwie vorher fragen müssen, sondern halt sozusagen der Management-Support dann ziemlich schnell kam und wir da sozusagen dann darüber auch Rückenwind oder dann auch Reichweite bekommen haben. Also die Julia Bangert hat es dann auch in unserer Betriebsversammlung, wo, glaube ich, immer so 2.000, 3.000 Leute zuhören, glaube ich, viermal hintereinander gefeatured. Einmal auch irgendwie mit 2 Minuten Video und dass man halt sozusagen da so eine Plattform bekommt, ist auf jeden Fall viel wert. Und das hat es dann sicher nochmal sozusagen abgerundet. Aber so der Ausgangspunkt waren erstmal wir und irgendwie die Lust, da was anzubieten. Genau. Ja, vielen Dank, Simon. Und Marcel, gut, dass wir Partner haben, der uns daran erinnert, dass wir Fragen zu jeweiligen Thema auch hatten. Also es ist jetzt die Gelegenheit, dass wir diese Fragen auch nochmal raustriggern. Von daher herzlichen Dank für deine Erinnerung dran. Ja, Marianne hat das auch schön aufgebracht. Die meldet sich jetzt auch. Super. Magst du davon was aufgreifen? Das wäre doch toll, Marianne. Gerne. Ach so, ich hätte jetzt gerade gerne nochmal den Simon gefragt. Wir hatten gestern diese Thematik, wie viel Energie wird da reingesteckt, sind das offizielle Rollen? Und was ich so verstanden habe, ist, dass dein Aufgabenbereich das einfach abdeckt, dass du solche Themen angehen kannst, also dass du den Freiraum hast, weil es war gestern, wo ich geschluckt habe, so die Rede von der Graswurzelrevolution und da habe ich den Eindruck, also das ist gerade auch bei BDW eben nicht der Fall, sondern man hat bei DATEV ganz klar auch Rollen, Menschen wie du, die den Freiraum haben, sowas zu gestalten. Ja, das auf jeden Fall. Also ich glaube, meine Rolle hat es noch am meisten hergegeben. So von den anderen beiden war das eher wirklich so der Andi Lenz, der noch mit dabei war, der einfach gesagt hat, so SharePoint und Technik ist er irgendwie affin. Und ich glaube, das sind halt so diese, weiß ich nicht, 5-10%, die jeder hat, wo auch niemand so genau weiß, was er damit macht vielleicht und wo man dann irgendwo im Unternehmen wirksam werden kann oder nicht. Also das erlebe ich schon bei uns, dass es viele Leute gibt, die auch so Sachen wie Team Digicamp oder so, wo auch wirklich die Frage ist, wird da immer eine Führungskraft gefragt oder wenn ich auf irgendwelche Veranstaltungen gehe oder so, da passiert es so ein bisschen unter der Hand, solange das auch nicht so groß sichtbar wird. Und ich glaube, das war auf jeden Fall schon bei uns so initial auch, dass wir das so einfach mal gemacht haben. Und dann, ich glaube, am Anfang mehr Aufwand verursacht hat und jetzt, also Selbstläufer ist es sicher nicht, weil das war auch eine Frage, die ja so ein bisschen auch unter dem einen Blogbeitrag stand, weil ich glaube, es braucht doch immer wieder jemand, der das in der Kommunikation hält, der vielleicht nochmal jemanden anderen anspricht oder der nochmal das so ein bisschen einfach immer wieder platziert so. Aber es ist jetzt auch vom Aufwand her überschaubar oder es ist dann immer eher irgendwie so punktuell, wenn wir sagen, keine Ahnung, wir haben vor Weihnachten so ein Event gemacht, wo wir alle Referenten mal eingeladen haben oder so. Oder das Einzige, was wir wirklich kontinuierlich machen, ist dieser Newsletter und der ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiges Element, weil das kennt ja jeder, man auch sowohl im Intranet als auch im Internet, man findet irgendwie eine coole Seite und denkt sich, ah, das muss ich mir mal merken, da müsste ich mal wieder drauf schauen. Aber das sieht man ja am Tag 5 Seiten oder auch mit irgendwelchen Tools, wo man sagt, ah, das wäre ja super, wenn ich das regelmäßig nutze oder so. Und dann ist es halt schnell wieder weg. Und da ist, glaube ich, so dieses Abo und dieses Push-Element mit so einem Newsletter halt super hilfreich. Und das gibt es ja auch teilweise. Ne? Zum Beispiel Simon Dückert ist ja auch so ein Mensch, der seinen Newsletter schickt oder der Weiterbildungs-Newsletter hier vom, ist der Jochen, oder? Genau, so, genau. Also ich glaube, dieses Element, das kann man natürlich auch schnell überstrapazieren und ich glaube, das kennt auch jeder, so Newsletter, die man dann nach 2-mal nicht mehr liest oder so, aber das habe ich das Gefühl, ist nochmal so ein relevantes Element, gerade dadurch, dass man WDW
Wenn ich heute drauf schaue, sieht es ganz anders aus als in 2 Wochen, weil es ja immer sehr von der Aktualität lebt. Und wenn ich halt nicht drauf schaue, dann ist es auch schon wieder vorbei. Deswegen braucht man nochmal irgendwie so ein Reminder oder es muss nochmal irgendwo auftauchen. Das ist, glaube ich, noch ein ganz wichtiges Element. Ich hatte bei der Simone eben die Hand so hoch gehen sehen. Gilt das noch? Bestimmt, oder? Ich glaube, der Simon hat schon alles gesagt, was ich nur ergänzen kann als Verantwortliche für Learning by DATEV. Und ich würde aber eine Sache anders sehen, als Simon sie jetzt gesagt hat, weil den Freiraum, den die Kollegen haben, diese 10%, die immer da sind, glaube ich, zu nutzen für sichtbare Dinge, ist mir lieber als für unsichtbare Dinge. Und da sind wir, glaube ich, dann auch nochmal auch als Führungskräfte. Natürlich wissen wir, dass die das jetzt machen und wir wissen auch, dass sie sich die Rollen teilen und so weiter. So fing das ein bisschen an. Und dann hast du aber ganz schnell eigentlich den Moment, dass du wahnsinnig stolz bist auf das, was da rauskommt, weil das absolut in deine Learning-Strategie passt, neben einer großen Ansammlung formalisierter Kurse etc. auch eine informelle Lernstruktur aufzubauen und eine Community-Lernstruktur aufzubauen. Und plötzlich machen da selbst zusammengesuchte Mitarbeitende, die sich interessengeleitet da zusammenfinden, so ein geiles Teil auf. Mhm. Und das führt natürlich auch dazu, dass du ganz schnell da Verknüpfungen machst. Und wenn ich in einem Meeting bin und alle beschweren sich, ja, die Leute wissen nicht über Arbeitsrecht Bescheid, dann sage ich, ja, mach doch Arbeitsrecht-Nuggets in WDW. Ne? Oder wir haben da mittlerweile ja sogar Angebote, wie gehe ich mit Depressionen um oder so, weil Mitarbeiter finden, das ist ein wichtiges Thema. Also man kann das auch wieder gezielt einnutzen, um diese schnellen Wege von Wissensverbreitung, Wissensaneignung, Best Practices ganz, ganz bewusst zu forcieren. Und so gab es eigentlich einen wunderschönen Kreislauf für mich von WDW. Cool. Schönes Feedback. Vielen Dank. Und wenn wir jetzt in der Reihenfolge bleiben, wäre Marianne wieder und dann Christian. Okay, gut. Marianne zuerst. Mal schauen, ob ich jetzt die Aufgabe von Christian übernehme. Weil ich wollte eigentlich nur noch mal eure Frage aufgreifen. Ne? Also ihr habt ja gefragt, wie können wir mehr Kolleginnen motivieren, diese Art des gemeinsamen Lernens auszuprobieren. Jetzt, also ich bin eine, ich habe jetzt schon mal geantwortet. Ne? Ich komme aus der Organisationssoziologie. Ich gucke mir ich gucke mir nicht nur die persönliche Motivation an, auch beim Thema Mindset, da habe ich so ein bisschen eine kritische Haltung. Ich gucke mir auch an, was ist denn möglich? Also ich habe jetzt zum Beispiel mal sehr provokativ und flott geschrieben, also dass wenn die Mitarbeiter so unter einem Arbeitsdruck stehen. Also wo bleibt da die Zeit dann, sich für sowas zu engagieren? Und also wir hören jetzt hier, dass es diese 5% gibt, die man sich freischaufeln kann. Ich frage mich, gilt das für alle bei DATEV? Das wäre ja bequem. Oder wäre das nicht auch ein Ansatz, eben da mal genauer hinzugucken? Ne? Also ist das nicht auch ein Grund, dass die Leute sagen, nee, sorry, also ich habe schon genug auf meiner Agenda und da anzusetzen? Und also das war jetzt mein Aufschlag, aber es wäre doch spannend, auch von anderen zu hören, also wie Sie das sehen, also eure Frage eben nochmal mit anderen Ideen zu füllen. Mhm. Christian, passt das? Du kannst da bestimmt vielen gut Dank. Ne? Ich greife nochmal ein kurz zurück, weil mir die Diskussion mit Volkmar am Mittwoch und auch heute wieder das mit dieser Graswurzelgeschichte und das korreliert, glaube ich, Marianne, mit der Frage, ob man sich eingeladen fühlen darf, nochmal unbedingt aufgreifen. Weil Graswurzel kenne ich aus dem Buch der beiden Kluges, dass sich als revolutionsartig eine Unternehmungsteilmitarbeiter sich aufgerufen fühlen, etwas zu tun, was nicht der klassische Auftrag ist. Das ist nicht das Phänomen, das ich in unserer Organisation jetzt beobachte, sondern es gibt einen klaren Auftrag, dass Lernen zum Teil der Selbstverantwortung gehört. Und das, was ich beim Mittwoch meinte mit Simon, ist, diese Initiative kam nicht vom Top-Management, sondern Mitarbeiter entdeckten im Rahmen ihrer Möglichkeiten, dass das
eine Idee ist und so wie Simone sagt, das Top-Management eignet sich jetzt diese Idee an. Und deswegen ist es natürlich eine von unten kommende Initiative, aber die eingenordet ist in einer strategischen Basis. Und es ist nicht das, was ich aus diesen Graswurzelbildern sehe. Es ist vielmehr das, was Kotta meint, dass es eine hierarchische Form gibt und eine Community-Form, die sich gegenseitig begegnet. Und nein, Marianne, nicht alle unsere Mitarbeiter haben die Freiheit, jeden Tag so entscheiden zu können, wie ich mir das gern wünschen würde. Teilweise aus ihren operativen Themen, teilweise, weil sie selber sich nicht eingeladen fühlen, weil sie aus einer Kultur kommen, dass man sie immer aktiv genötigt hat, wenn sie was machen müssen und sie sich daran ganz gut gewöhnt haben. Und teilweise auch, weil wir Unternehmensbereiche haben, die das nicht unterstützen, weil sie es anzweifeln, ob das der Wertschöpfung so dient, wie andere das tun. Und die Wirklichkeitskonstrukte haben wir und deswegen sind wir heute auch hier, damit es möglichst viele erzählen, dass es normal ist. Weil ich eben ganz fest daran glaube, dass diese Kommunikationspunkte in der Veränderung zu einer neuen Normalität führen. Und Marianne, deine großartigen Fragen. Natürlich ist es interessant zu fragen, warum jemand nicht kommt. Und ein bisschen ist das Problem des Henne-Ei. Manche wissen gar nicht, dass sie eingeladen sind, weil sie sich nicht vorstellen können, noch nicht kennen, die Methode ihnen ungewöhnlich ist. Und dafür kenne ich die konstante Überkommunikation, dass man daran arbeitet, damit möglichst niemand wenigstens nicht mal gehört hat. Das wäre so die Idee. Mhm. Danke für die Fragen. War sehr anregend, auch über die Woche über. Vielen Dank. Danke, Christian. Die Svenja ist als nächstes. Passt das dazu, oder? Ja, ne? Ja, also ich hatte auch sowas in die Richtung und ich wollte einfach auch noch mal ich bin hier in Elternzeit, hallo. Übrigens toll, dass man in der Elternzeit so auf dem Laufenden bleiben kann. Sehr schön. Bei mir kam halt auch sofort so, ich meine, wenn ich irgendwie an eine Sprintplanung denke, hat ich auch immer Slack-Time. Und das ist ja eigentlich auch der Sinn des Ganzen, dass ich diese Zeit dann auch nutze, um mich weiterzubilden, um an Projekten zu arbeiten, die mich dann irgendwie inhaltlich, beruflich interessieren, aber bei denen ich natürlich auch lerne. Und ich glaube, das ist diese, wenn man irgendwie in einem agilen Kontext arbeitet, dann hat man eigentlich auch, wenn man es, ich sage jetzt mal richtig macht, natürlich auch immer irgendwie Slack-Time. Und ich glaube, das ist einfach eine, wie Christian auch meinte, es ist einfach was Kulturelles. Ist die Organisation dazu aufgeschlossen? Und wird es vorgelebt? Habe ich Vorbilder, die da vorpreschen, die das einfach mal machen? Dann habe ich eine Orientierung, wo ich sage, okay, ich mache das jetzt auch mal. Weil dann weiß ich auch, falls ich aus einer Organisation komme oder kulturell so geprägt bin, dass ich das nur auf Zuruf machen darf. Wenn andere das machen, dann kann ich das ja auch machen. So, und das muss einfach dann auch von der Führungskultur vorgelebt werden oder so. Also ich glaube nicht, dass man das so einfach sagen kann, ja, ihr macht das, sondern das muss wirklich lebende Menschen im Unternehmen dazu haben, um das möglich zu machen. Und das ist, glaube ich, dann einfach ein Prozess. Mhm. Spannender genau. Impuls. Danke, Svenja. Ich glaube, da kommt jetzt schon unser nächster Kollege für nächste Woche um die Ecke. Joachim, super, dass du da auch schon dabei bist. Magst du was ergänzen dazu oder einen neuen Aspekt aufgreifen? Du bist noch gemutet. Mann. Jetzt hören wir dich. Das glaube ich. Aber ist egal, ich kann jetzt auch so reden. Zu dieser Thematik, das andere stelle ich nachher kurz vor. Aber ich habe immer das Gefühl, wir reden so viel aus dem Bauch. Christian, was du gerade so eine Auflistung gemacht hast oder Svenja gerade, gell? Ja, die kommen nicht, weil es nicht vorgelebt wird. Die kommen nicht, weil sie nicht eingeladen werden. Wir haben gerade das gleiche Problem mit der Evaluation. Wir sind, also das stelle ich euch nächste Woche vor, Co-Pilot und wir sind über die Rückmeldung extrem ernüchtert. Also aus unserem eigenen Bereich, die eigentlich Co-Pilot demnächst anbieten werden. Also wir sind dann die Service-Anbieter, haben jetzt eine Teilnehmerin für nächste Woche von 100. Also ich, und die werden aufgefordert und der Chef sagt, macht und ich mache mit und ich erinnere sie. Und ich bin da immer so, ich weiß gar nicht, ich habe manchmal das Gefühl, mit diesen ganzen Sachen, sie sind nicht eingeladen, es wird nicht vorgelebt. Ich habe immer das Gefühl, das ist so eine Schutzbehauptung auch. Ich sage es jetzt mal ganz profan und platt. Manche haben auch keinen Bock, ihren Arsch zu heben und sind es nicht gewohnt zu lernen oder möchten das nicht. Oder ist es ihnen total egal. Egal, ob sie jetzt einen Tag frei bekommen, eine Stunde frei bekommen zu lernen. Passiert nicht. Und das würde mich mal tatsächlich interessieren, ob jemand irgendwas, ich gucke hier mal in unser Volk, mal in unsere Wissenschaftscommunity, gibt es da auch Untersuchungen dazu oder ist es wirklich nur, weil wir es nicht vorleben.
Also ich frage das mal so provokant, weil wir turnen uns gerade ein ab, die Leute mitzunehmen, einzuladen, aufmerksam zu machen, lustig, ernst. Und es ist sehr ernüchternd. Und ich möchte mich nicht damit zufrieden geben, was Christian gesagt hat oder was Svenja gesagt hat. Ich glaube, da steckt mehr dahinter. Okay. Wer mag jetzt in der Reihenfolge bleiben oder will der Volk mal direkt antworten oder weil das ja ein neuer Diskussionsstrang ist jetzt. Ne? Also da gibt es bestimmt eine Reihe von Untersuchungen und ich bin da nicht der Experte. Nur meine Erfahrung ist die folgende. Und wir haben da gerade auch im Kernteam der Corporate Learning Community drüber diskutiert. Meine Erfahrung mit jungen Leuten, insbesondere Gen Z halt auch, ist die, dass es inzwischen so ist, dass es bevorzugt wird, in geschützten Räumen zu lernen. So, und ich sag mal, so ein großer Aufruf, sich in einer großen Community oder gar in einer großen Gesellschaft oder in einem großen Forum zu äußern und da zu lernen und so weiter, ich glaube, da ist die Hürde relativ groß. So, und sobald wir aber es schaffen, die Menschen dafür zu begeistern, in kleinen Zirkeln, in kleinen Teams zu lernen, und Svenja hat es vorhin so schön gesagt, ne, im agilen Team ist ja auch sozusagen die lernende Organisation, die Keimzelle der lernenden Organisation ist das agile Team, wenn man so will, ja, das lernende Team. So, und wenn wir das schaffen, in diesen kleinen Teams, in den kleinen Zirkeln zu arbeiten, da ist eine ganz andere Bereitschaft da. Nur das darf ich erstmal selber erfahren haben, wie toll das ist. Wenn ich nicht bereit bin, mich dafür mal zu engagieren, mal selber zu sagen, pass auf, ich gehe mal in so ein kleines Team, dann wird es schwierig. Das ist so meine Erfahrung. Also ist es jetzt kein Studienergebnis oder wie auch immer, aber ich habe da schon ein bisschen länger Erfahrung mit. Mhm. Dankeschön. Okay. Danke. Erster Lösungsansatz. Wir bleiben dran. Silvia, du bist jetzt nicht in der Reihe. Du bist gemutet. Sorry. Ich habe jetzt zwei Sachen. Also ich habe jetzt einmal gesammelt. Ich würde aber gerne mit meiner ursprünglichen Frage anfangen an den Christian. Ich habe die Erfahrung bei uns im Unternehmen gemacht, dass selbst wenn also dieses Einladen oder nicht auffordern, sondern dieses Mitnehmen da ist, wir in der Regel zu wenig Ressourcen haben, um diese 5 oder 10% im Tagesgeschäft wirklich freizuschaufeln. Also bei einem Überstundenstand von 10 oder 20% ist es eben genau der Punkt. Und da ist meine Frage an euch, ob die Geschäftsleitung sozusagen auch die Ressourcen aufgestockt hat. Weil das ist immer das Argument, wenn ich mit unserer Geschäftsleitung spreche oder überhaupt mit Kolleginnen und Kollegen spreche, so nach dem Motto, wollt ihr euch nicht mal hier Corporate Learning Community, unsere Personalentwicklerin, dann kommt die Rückmeldung, wir sind Oberkante, Unterlippe, wir haben definitiv keine Zeit. Und ich glaube nicht, dass, oder ich habe nicht den Eindruck, dass es eine Ausrede ist. Also das wäre jetzt meine Frage an dich. Und das Zweite, ich schließe das mal direkt an, ich sehe das so, wie Volkmar das vorgestellt hat. Also ich habe jahrelang Weiterbildung getestet und wir haben auch die Erfahrung gemacht, dass dieses Lernen in großen Gruppen oder also öffentlich sich in Lernsituationen zu äußern, für viele Menschen sehr schwierig ist. Also bei uns im Team lernen wir ständig und da funktioniert das innerhalb der Projektarbeit auch sehr gut. Aber solche Sachen wie WDW zum Beispiel, also wissen, was die Stiftung wissen soll oder weiß, ja, das ist eine Initiative. Ich habe das immer wieder mal angedacht, aber ich komme damit nicht weiter. Also, und das liegt eben einmal an den Ressourcen und auch daran, dass die Menschen
ja, zu scheu sind, weil, sage ich jetzt mal, oder es nicht gewöhnt sind oder nicht gelernt haben, in größeren Gruppen sich zu äußern. Silvia, ich würde eine ganz kurze Antwort versuchen. Auch Joachim, weil ich mich nicht richtig verstanden fühlte, wir haben kein Problem mit der Nachfrage von diesen Formaten. Wir erreichen nur nicht alle. Die Frage ist nicht, dass wir keinen kriegen, sondern die Frage ist, wie erreichen wir die, die wir noch nicht kriegen. Und Silvia, ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist, in Prozentwerten zu machen, dass wir aufgestockt haben, aber dass sich Simone und ich eingeladen fühlen, an diesen Initiativen zu arbeiten und die nicht illegal und uns rausgeschnitten wurden, sondern offiziell, dass wir DATEV lernt als Haltung haben, ist eine organisationale Wirklichkeit, die Kollegen nutzen können. Wie sie sie nutzen, ist unterschiedlich und sicher auch wegen ihrer Leidenschaften. Wer geht gerne auf Bühnen? Aber dass ich 80 Sessions eingereicht bekomme für ein DigiCamp, Joachim, ist nicht das Signal, dass sie nicht wollen. Dass ich jetzt bei 80 Sessions nicht 700, 800 Teilnehmer habe, die volle Buden machen, ist jetzt mein organisationales Problem, weil ich für 80 Sessions eigentlich 700 Teilnehmer brauche, damit es vernünftige Räume werden. Das ist aber eins der schöneren Probleme, die ich lösen muss. Wenn keine Sessions mehr eingereicht werden, Joachim, dann würde ich Sorgen machen. Also insofern, aber es ist schon so, dass ich nicht, und ich glaube, wenn ihr Kotter ernst nimmt, dann können wir nicht mehr mit Prozentenwerten reden, was Lernen ist und was nicht, und nicht mehr, das geht ineinander über. Und ich befürchte, dass viele Kollegen keine Zeit zum Lernen haben und deswegen noch länger uneffektiver Sachen machen, die wir besser heute schon anders machen würden. Ja. Und das zu spüren, ist wahrscheinlich eine Lebensaufgabe für Organisationen, aber ganz sicher nicht in Prozentwerten und 10% am Freitag. Das, glaube ich, ist nicht das Modell, das ich auslösen will. Und vielleicht wechseln wir jetzt zum Promptathon, weil der war das zweite wichtigste Thema. Und da haben wir die Bude voll. Die Simone hat ja Wartelisten von Menschen, die am Promptathon mitlernen wollen. Also offensichtlich haben wir da den Knopf gedrückt, dass Menschen sich in der Verantwortung gehen. Aber dass meine Chefin öffentlich sagt, in LinkedIn und intern, dass alle DATEV-Mitarbeiter in diesem Jahr sich mit Promptathon auseinandersetzen sollten oder mit KI, ist jetzt kein beliebiger Punkt, sondern ist ein Auftrag. Sie sagt mir nicht, wie ich es tue, aber Kaiser, du brauchst nicht im Dezember kommen und sagen, du hattest keine Zeit. Es ist nicht eine Option, die mir bleibt. Und wenn ich das als Auftrag sehe, dann ist es nicht die Frage, ich muss mich entschuldigen, dass ich zum Lernen gehe, sondern ich muss mich entschuldigen, dass ich keines der Angebote von Simone annehme. Und welches ich annehme, ist dann mein Problem oder meine Herausforderung. Das ist aber der Punkt. Das ist der Punkt. Danke. Sorry, Kollegen. Nein, vielen Dank. Also das hat mich jetzt nochmal erleuchtet in gewisser Weise. Weil also der letzte Satz war das Entscheidende. Also ich muss meine Vorständin dazu bringen, zu sagen, ihr müsst alle lernen. Das ist der Punkt. Ja, das war ja bei der Telekom, glaube ich, auch schon so. Ne? Bei uns ist das Schöne, dass sie das freiwillig macht. Also wir müssen es ihr nicht sagen, sondern wir gehen mit ihr in super Austausch und auch in harte Dialoge. Und die kommt auch auf weitere Ideen, die der Christian und ich noch nicht hatten. Also das ist das Schöne. Da neue Vorständin ist ja noch keine 100 Tage im Amt. Also von daher hat sie ja noch Möglichkeiten, sich zu entwickeln. Sehr gut. Es war jetzt schon angesprochen, wir gehen Richtung Promptathon. Es gingen auch einige Hände wieder runter gerade. Da habe ich auch im Chat gelesen, der ein oder andere geht direkt auf die DATEVianer zu. DATEVianerinnen, wunderbar, dann macht ihr das so. Olaf hatte die Hand trotzdem noch oben. Ja, ich kann gerne übergehen zum Promptathon. Ja, cool, gerne. Dann machen wir das so. Vielen Dank aber für diese erste tolle halbe Stunde. Alles gut. Ich sage noch einen Satz eben zu Christian und Simone und bin auch total dabei. Ihr habt wirklich wahnsinniges Glück mit der Julia, dass ihr da wirklich so einen Menschen habt, der das, und das ist ein Riesending. Weil ich glaube tatsächlich auch wir alle, und ich kenne kein Unternehmen, das eine Organisation aktuell nicht mit Arbeit überfrachtet. Und das ist, glaube ich, etwas, gerade in dieser ganzen Transformation und vielleicht auch in DATEV, wenn ihr nochmal zurückguckt, wie ihr die Transformation angegangen seid, das ist ein Riesending. Und leider fühlen sich dann eben die Menschen auch nicht, vielleicht auch irgendwann abgehängt, wenn sie eben nicht mehr da sind. Wir haben in der GBV 5 Tage drinstehen, schriftlich, in der Gesamtbetriebsvereinbarung für selbstgesteuertes Lernen. 5 Tage. Und Leute wissen zum Teil gar nicht, dass das da drin steht, aber egal. So, Promptathon. Ich fand den Promptathon, ich bin sowas, deswegen habe ich auch Inspiration geschrieben. Bin gerade so von inspiriert. Ich habe gestern schon
es ist ja manchmal ist es ein bisschen komisch, wenn irgendwie dein KI-Spezi im Unternehmen dich über LinkedIn anfragt und gerade ich den Prompter-Tom beendet habe. Ich sage, hat er mich gerade gehört oder was hat er gerade eben wahrgenommen von mir? Wir haben tatsächlich schon Kontakt aufgenommen, wie wir das für uns auch vielleicht irgendwie weiterdenken könnten. Deswegen vielen Dank nochmal für diese Inspiration. Ich fand das echt cool. Ich habe noch keine Ahnung, wie wir das hin. Deswegen habe ich auch ein bisschen auch von der Organisationszeit gesagt, so 2 Monate. Ich hab, okay, wird spannend. Deswegen, ich finde das, fand das richtig gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe mir das in Ruhe nochmal angeguckt und auch das dazu. Nicht umsonst habe ich am ersten Tag schon gefragt, ob ihr auch als Beratungsbude zu buchen seid. Also Beratungsbude in Anführungszeichen für solche Dinge. Aber das war, ich finde das wirklich eine unheimlich gute Idee. Und jetzt auch noch den ganz kurze Antwort an den Joachim. Ich freue mich sehr auf nächste Woche. Ich komme gerade aus der Copilot-Pilotschulung. Die habe ich nämlich vormittag gemacht, die bei uns, weil wir auch in der Pilotierungsphase sind von Copilot. Und bitte hör nicht auf, Marketing weiterzumachen dafür. Also auch wenn nur einer kommt, sondern das ist tatsächlich ein Ding, ist halt so. Und auch bei uns sind eben Unsicherheiten, und ich glaube, das ist ein riesengroßes Thema noch, Unsicherheiten, der Umgang damit. Und das ist, glaube ich, bei den meisten Mitarbeitern. Prompter, das stelle ich auch nächste Woche vor, wie wir damit umgehen. Ich bin nicht hoffnungslos und ja. Sonst rufe ich nachts den Christian an, dass er mich trösten kann. Aber nochmal, Prompter-Tom, echt Daumen hoch. Ich bin total begeistert und inspiriert und mache mir Gedanken, habe mir schon Räume rausgesucht, wo ich es mache. Und also ich brauche nur ein paar Mitstreiter im eigenen Unternehmen. Vielleicht ist ja, es auch das, ganz kurz noch die Anregung, die wir da gestern von euch bekommen haben. Mit den verschiedenen Lernformaten. Das wären vielleicht auch Ideen und Ansätze. Ich weiß nicht, Joachim, ob du in die Aufzeichnung schon reingucken konntest oder da das Folienset gesehen hast. Da gibt es echt tolle Formate, die vielleicht Interesse wecken können und die Leute noch mehr begeistern können, auch für die Thematik. Mich wundert es ehrlich gesagt ein bisschen, weil bei uns wird danach geschrien im Moment. Ja, wann kommt Copilot? Wann kommt unser GPT? Wann können wir loslegen? Deswegen bin ich da ein bisschen verwundert. Ne? Jetzt würde ich mal mich ganz kurz vordrängen, da bin ich falsch verstanden worden. Es geht, egal, jetzt nicht nur bei Copilot, sondern grundsätzlich um die Leute, die nicht kommen. Wenn dir die Bude einrennen, habe ich doch auch gar keinen Schmerz. Und wir haben wollten eigentlich 50 Teilnehmer und dann haben wir sofort 100 bekommen, weil ich nämlich noch 3 Stunden im Auto unterwegs war und dann die Forms erst zumachen konnte. Also wir haben jetzt doppelt so viele. Das habe ich das Problem auch nicht. Aber es gibt immer so viele Leute, dass es dieses Zeit haben und Zeit nehmen und wir suchen, und darauf bin ich eingestiegen, von Christian und von der Svenja, wir überlegen uns dann, wir haben sie nicht abgeholt, wir haben sie nicht angesprochen. Und das finde ich immer so eine Ersatzentschuldigung für viele. Wenn die kommen, so wie Christian es beschrieben hat, so wie es bei uns ist, alles gut. Ich ärgere mich immer darüber, dass wir Entschuldigung suchen für Leute, die nicht kommen. Und da gibt es welche, die können tatsächlich nicht, die sind vielleicht nicht abgeholt. Aber es gibt auch einige, die ihren Allerwertesten nicht vom Sofa bewegen. Mhm. Darauf wollte ich hinaus. Also ich bin auch nicht unglücklich. Ja. Alles gut, okay. So, Simone, sorry, dass ich mich vorgedrängelt habe. Sorry. Sehr gerne, kein Simone. Problem. Vielleicht zu dem, was Joachim gesagt hat. Also wir haben in den vielen Formaten, die wir machen und vor allen Dingen in den neuen, kümmern wir uns um diejenigen, die da sind. Und die haben meinen Fokus und für die machen wir die Formate. Ja. Und ich frage mich nicht mehr, wer sind alle die, die nicht kommen, sondern ich frage mich, wie mache ich mit denen, die da sind, das beste Ergebnis, den besten Tag etc. Und wie, und dadurch entsteht natürlich immer so eine gute Kaskade, wie wir es jetzt auch beim Prompter schon gemerkt haben. Also Fokus mehr auf diejenigen, die da sind. Und ja. Natürlich ist es immer so, dass wir auch vom Top-Manager hören, ja, wann kommen die nicht und wann kommen die nicht und wann kommen die nicht. Das sind Mussmaßungen, aber wir machen jetzt mit denen weiter, die da sind. Und das Zweite ist, also gerne auch die Einladung an alle, ich glaube, ihr habt es auch gesehen bei den Kolleginnen oder gerne auch an der Aufzeichnung, der Prompter-Ton ist nicht alleine eine Veranstaltung, sondern der ist ja eingebettet in so ein Konzept mit ganz verschiedenen AI-Enabling-Maßnahmen. All das, was wir da an Material oder so produzieren oder auch an Gerüst, also für Veranstaltungen oder so, geben wir gerne weiter. Auch wenn wir nicht als Consulting agieren, aber all das, was wir da produzieren oder so, also kann jederzeit benutzt werden. Fragt uns an, wir geben es gerne weiter. Wollte ich noch mal sagen. Vielen Dank. Das ist toll. Und ich glaube, da können wir auch voneinander lernen. Jetzt vielleicht auch am 24. April dann beim übergreifenden Promptathon, der bei SAP stattfinden wird.
da kann man, glaube ich, auch mal schon stärker in den Erfahrungsaustausch von denen, die schon den ersten durch haben, ne, wie man es dann auch aufbauen kann und wie man es durchführen kann. Ich glaube, dass wir da übergreifend voneinander sehr viel lernen können und dass der MOOC dazu auch beiträgt, dass man da die Wissensballung durchführt, ne, und auch verschiedene Impulse voneinander bekommt. Und was mir noch wichtig ist, ich habe es vorher auch reingeschrieben, wir haben auch einen CTO, Christian Beer, und einen Geschäftsleitungskollegen, Lars Riedel, der sich für das Thema Führungskraftpersonal für alle Softwareentwickler für Dativ Learned einsetzt. Das heißt, es ist die schöne Situation, dass wir nicht nur eine Vorständin haben. Sicher die, die das am sichtbarsten und am lautesten macht und jetzt als unsere Chefin auch agiert. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass das eine einzelne Idee ist. Was aber nicht heißt, das war das, was ich auf Marianne meint, dass wir eine gleich verteilte und in allen Ecken gleichverständigte Situation haben. Das ist schon ein Unterschied. Und wisst ihr, ich fand diese ganze Woche so wahnsinnig interessant, weil sie uns auch geholfen hat, uns zu fokussieren. Und dass mein Kollege Stefan Pohl, der am Montag das Big Picture mit Helen Mayen vorgestellt hat, mir jetzt gerade zeitlich geschickt, dass er heute einen Artikel im Dativ Karrieremagazin veröffentlicht hat und euch herzlich grüßen lässt und sich entschuldigt, dass er heute nicht da ist. Das sind halt so Momente, die über das Normalmaß hinaus einer ich identifiziere mich mit etwas. Und das war jetzt mit der Strategieabteilung und der Kommunikationsabteilung zum Thema Lernen sicher nicht immer der Zustand meiner letzten 30 Jahre. Da ist die letzten 4-5 Jahre was passiert, dass die Kommunikationsabteilung sich als Teil einer Lerninitiative versteht, dass die Strategieabteilung sich mit uns regelmäßig, wöchentlich, eine Stunde in einer Change Adaptive Community auch zu Lernthemen auseinandersetzt. Und wir halt miteinander feststellen, dass eine Strategieambassadoreninitiative nicht trennbar ist von einer DigiCamp- und Promptathon-Initiative, sondern dass die Sachen ideal ineinander greifen. Das wären so Elemente, wo ich das Gefühl habe, dass sich da ein Unterschied deutlich macht und der vermutlich was mit der strategischen Positionierung zu tun hat, aber dann natürlich auch viel mit kulturellem Erleben an bestimmten Punkten. Das ist für mich der große Punkt mit dem Big Picture, wo wir jetzt auch die Sprachfähigkeit stärker haben, über so ein Bild Elemente deutlich leichter zu spielen. So würde ich es sehen. Und für mich war das die Woche sehr wertvoll, dass wir das nochmal fokussierter miteinander gespielt haben, wie wir das vielleicht sonst getan hätten, ohne so einen Reflexionsraum wie diese Woche. Vielen Dank an alle, die da auch mitgeholfen haben und reagiert haben. Marianne, vielen Dank für deine Texte zwischendrin, wo du unsere Fragen beantwortet hast und uns heute auch wieder an unsere Fragen erinnert hast, die wir mal vor ein paar Wochen ausgeguckt haben als die Fragen. Vielen Dank fürs Erinnern daran. Ja, definitiv. Okay. Wollen wir noch weiter ein bisschen Richtung Promptathon bleiben oder wollen wir noch ein anderes Thema aufgreifen der Woche? Wie ihr das möchtet gerne, weil ich blicke auch schon so in Richtung Staffelstabübergabe, so spätestens in etwa fünf Minuten sollten wir dann dem Joachim noch ein bisschen Zeit geben, dass er noch mal uns ein bisschen einführen kann in den Übergang zur nächsten Woche. Aber gerne, wir haben noch Zeit. Was wollen wir noch machen? Wollt ihr noch ein bisschen in Richtung Promptathon oder wollen wir noch ein drittes Thema aufgreifen? Ausbildung, Lernamigas, war ja noch einiges mehr, wie ihr möchtet. Ich würde es vielleicht einfach nochmal öffnen, ne? So quasi noch irgendwie vielleicht 3 Fragen oder so. Dann hat jeder noch die Möglichkeit, wenn ihm noch was brennt. Und dann haben wir auch noch genug Zeit. Und wie es ja auch schon geschrieben wurde, ich glaube, das ist ja jetzt weder der Anfang noch das Ende von irgendwas, sondern das ist ja irgendwie auch das Schöne, soziale Medien und so weiter, dass man ja dann nicht aus der Welt ist. So. Das heißt, da kann man, glaube ich, gut doch mal im Nachgang auch schauen, so auf wen geht man zu, oder es haben ja auch Leute von euch Beiträge interessante geschrieben, vielleicht haben wir da ja auch nochmal Themen, wo wir sagen, ey, das wäre spannend, irgendwie auch nochmal da jemanden für eine Diskussion einzuladen oder so, also das fand ich jetzt auch in der Woche sehr lebendig. Und auch toll, dass ihr die Materialien so teilt, so offen. Ne? Also wir haben das jetzt ja mit dem LernOS KI-Leitfaden auch so gemacht, immer alles Creative Commons, damit wir voneinander lernen, weil wir wissen genau, dass wir da auch nicht die Weisheit mit Löffeln gegessen haben und dass jedes Unternehmen da sich in solche Themen immer neu einarbeiten muss. Und da hilft es enorm, dann auch mal nach links oder rechts zu schauen, wie geht ihr die Themen an? Zumal es ja da nicht um stärker in Richtung Vertraulichkeit geht, sondern in stärker in Richtung Effizienzboost. Wie können wir uns selbst auch verbessern im Lernen und Arbeiten? Wie kann das mehr zusammenwachsen? Ne? Und da hilft jeder Materialaustausch enorm weiter.
Insofern, habt ihr noch Fragen an die Dativianer oder umgekehrt? Scheint mir nicht der Fall zu sein gerade. Vielleicht haben wir es auch jetzt gut erschlagen, die Themenvielfalt. Ne? Ich glaube, wir haben eine tolle Übersicht bekommen über die Woche. Es ging los mit der Unternehmensstrategie, mit dem Big Picture. Super, wie ihr das dargestellt habt. Dann ging es Richtung mobile Ausbildung weiter. Wir hatten die Lernamigas und das Thema Digicamp. Dann hatten wir den WDW-Übergang als Wochenhighlight zur Wochenmitte, wie das Format funktioniert, aber auch wie die Learning Circle Experience dahinter steht, ne, mit dem Lernpfad des digitalen Ökosystems. Ein ganz neuer Lernpfad, der sich da auftut, den man ausprobieren und pilotieren kann. Ganz toll. Und dann ging es weiter in den KI-Schwerpunkt und damit auch in eine sehr gute Überleitung zur nächsten Woche, wo uns ENBW begleiten wird. Die Sandra hat noch eine abschließende kleine Umfrage für uns. Die wird sie jetzt freischalten. Das ist unsere Frage 2, wo der ein oder andere am Anfang wahrscheinlich schon mal einen kurzen Haken gesetzt hatte. Also Sandra, wenn du noch einmal die Frage 2 jetzt freischalten könntest, das wäre super. Ich hoffe, du bist noch da, weil ich habe die Umfrage nicht. Ah, da ist sie, prima. Das ist jetzt aber eine andere. Ich vermute, du musst noch mal die Umfrage von eben noch mal launchen, wenn das noch geht. Ich hoffe es. Ich guck mal. Ich versuche es gerade. Müsste über Restart hoffentlich gehen. Aber es macht immer das Falsche, oder? Ich kann nämlich leider gar nicht sehen, was es macht. Du müsstest noch mal in die andere ich zurückgehen. Ich habe nur ein Häkchen oder ein Kreuz. Ja genau. Wir bräuchten noch mal die von vorhin, die ja, schon mal weiß, stattgefunden hat. Ich klicke hat. Auch laufend auf Refresh. Okay. Dann ist die Umfrage bei mir da und dann gibt es aber keinen Button mit jetzt starten, sondern okay. Nur mit Sofortumfrage starten und das wäre dann eine, die ich jetzt direkt erstellen könnte. Also ich kann die leider nicht öffnen, aber möglicherweise ist die auch noch irgendwo im Hintergrund. Ach, ja, genau, da ist sie. Da ist sie. Ja, und jetzt springt ihr bitte und jetzt auf 2 auf die zweite Frage anklicken. Und stimmt einmal ab. Ganz genau. Also einmal auf Frage 2. Diese Zaubertools. Das geht ab hier. Also bei mir ist die Umfrage beendet. Aber es rödelt hier. Also okay, dann ist unser Lessons learned für unser Experiment ist, bitte die Fragen getrennt. Der Umfrage das nächste Mal getrennt einstellen und dann ist alles paletti. Okay, ist aber nicht schlimm. Wir haben also gelernt, wie wir Umfragen aufsetzen müssen fürs nächste Mal. Wir haben ja auch schon eine kleine Umfrage gehabt im Chat, wo ihr auch nochmal eure Likes und Herzchen gegeben habt zu den verschiedenen Themeninhalten. Ihr habt ja auch deutlich gemacht, was eure Highlights seid, auch auf der Tonspur. Ich denke, damit können wir die Woche gut abschließen und können herzlichen Dank sagen nochmal an alle im ganzen DATEV-Team. Es war eine Riesengruppe, die sich da engagiert hat in den letzten Tagen. Wow! Mich hat es total inspiriert, mir hat es enorm viel Spaß gemacht, das zu begleiten und zu moderieren als Wochenpate und ich würde damit jetzt herzlichen Dank auch an alle Teilgebenden sagen und dem Joachim mal das Wort erteilen, dass er ein bisschen darstellen kann, wie es denn in die ENBW-Woche nächste Woche starten wird und was ihr alles vorhabt mit uns. Bin gespannt. Joachim wird euch erklären, warum es keinen Promptathon da bei uns im Co-Pilot-Umfeld gibt. Das war es schon eigentlich. Nein. Montag starten wir. Wir haben gerade die Evaluation von Microsoft Copilot für M365 bei uns laufen. Da würde ich euch gerne ein bisschen Einblick geben, wie wir da vorangegangen sind. Mit dem Ausblick aber auch raus, wie wir das mit dem Lernen machen. Wir haben dort ein kleines LernOS entwickelt. Wir wollen da einfach mal einen anderen Weg gehen bei einer Evaluation. Und das würde ich euch gerne vorstellen. So ein bisschen die Rahmenbedingungen, warum einen digitalen Arbeitsplatz, warum das für uns wichtig ist, werde ich ein bisschen einen Einblick geben. Am Dienstag wird ein externer Kollege von uns, der Nils Anhalt, euch erzählen, wie asynchrones Arbeiten und Lernen geht. Der müsste eigentlich vor mir dran sein, aber jetzt eröffne ich und dann kommt er am Dienstag dran. Wir haben während der Corona-Zeit ein riesiges Transformationsprojekt gehabt. 15.000 Leute, glaube ich, waren es, 1.000 Teams. Und die haben wir alle transformiert. Die sind alle einzeln, jedes Team einzeln ist durch ihre Lernphase gegangen.
Und das haben wir asynchron gemacht. Und da wird euch der Nils einen Einblick geben, wie wir das da gemacht haben. Er wird ein bisschen die Geschichte erzählen, aber auch, was bei diesem Thema Asynchronität so wichtig ist. Weil das merken wir jetzt im Homeoffice, im mobilen Arbeiten und in der Überflutung an Informationen und Meetings vor allem, ist Asynchronität etwas sehr, sehr Schönes. Aber das heißt nicht einfach nur, ich schreibe was und irgendjemand macht was, sondern da ist mehr. Das wird der Nils vorstellen. Und ich glaube, da haben wir einen ganz guten Case, um den mal zu zeigen. Ist zwar abgelaufen, aber die Erfahrung würden wir gerne mit euch teilen. Und Mittwoch, habe ich Mittwoch gesagt? Da gab es nochmal eine Verschiebung. Hast du gesagt und ist richtig. Hast du gesagt und ist richtig. Okay. Simon ist auch da. Wir hatten irgendwie Donnerstag, aber ist egal. Mittwoch ist dann der Tim Friebel bei uns dran. Der ist auf einer anderen Baustelle unterwegs. Der macht ChatGPT. Der ist gleich ganz früh draufgesprungen. Der wird euch unsere eigenentwickelte Lernplattform, das Lernwerk, vorstellen. Und dort geht er rein in das Thema LernGPT. Der hat das so weiterentwickelt, angepasst. Wir können dort synchron prompten, das ist ganz cool. Also man öffnet ein Fenster und dann können zwei Leute, fünf Leute miteinander prompten. Er hat dort, jetzt fällt mir der Name nicht ein, nicht Personas, sondern das, was jetzt ChatGPT auch hat, dass ich hier verschiedene, wie heißt das, Module, Personas, keine Ahnung. Kontexte. Kontexte da machen kann, das hat er auch reingebaut. Und das ist ein ganz gutes Tool und das wird bei uns ganz intensiv zum Lernen benutzt. Der geht da gerade durch den ganzen Konzern rum, stellt es auch vor. Das heißt, wir sind auf verschiedenen Ebenen gerade in großer Breite dabei, dieses Gen AI in den Konzern reinzubringen. Für uns ist das eine neue Sprache, ähnlich wie SQL. Man muss das lernen, man muss es können, man muss es beurteilen können. Und das wollen wir euch gerne nächste vorstellen. Es gibt auch zwei Hausaufgaben. Eine werde ich euch am Montag mitgeben, eine wird euch am Mittwoch der Tim mitgeben. Kleine Übungen, wo wir uns freuen würden, wenn da so ein bisschen Feedback kommt. Und der Tim ist auch sehr engagiert bei dem Thema Promptathon, da wird er auch noch vorstellen. Also er macht Promptathon, mit Copilot mache ich noch keinen Promptathon. Und das werden wir euch dann nächste Woche erzählen. Da würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mit dabei seid. Mal einen Einblick in die, es ist wirklich aktuell. Ich habe gerade, bevor ich hierher gekommen bin, die Mails für die dritte Phase, die am Montag startet, losgeht. Wir haben zwei Phasen hinter uns und die dritte startet am Montag. Und da kann ich euch auch gerne ein bisschen von berichten. Klasse. Vielen Dank. Das klingt doch auch nach einer sehr spannenden, vor allen Dingen KI-fokussierten Woche. Vor allen Dingen, wenn es in Richtung Lernen auch geht, sind wir da immer hoch interessiert als Community. Das haben wir schon wahrgenommen. Und ich würde damit auch den Staffelstab des Wochenpaten mal übergeben wollen. Danke, Joachim. Und Simon wird der Wochenpate werden und hat schon den Link auch reingepostet zur ENBW-Woche. Simon, magst du ein bisschen was noch sagen? Auch Road to Corporate Learning Camp und natürlich ENBW. Genau, also Joachim hat ja das ganze Inhaltliche schon gesagt. Ich habe mitgeholfen, die Woche so ein bisschen mit zu gestalten. Werde auch die Links dann immer in LinkedIn und in Signal und auf Mastodon teilen. Joachim, ich weiß nicht, ihr hattet ja überlegt, noch eine Challenge. Vom Tim weiß ich jetzt, es gibt eine Challenge quasi nächste Woche auch, Aufgabenstellungen für den Corporate Learning Promptathon zu formulieren. Da hat er mir schon den Link geschickt, da wird es einen zusätzlichen Blog geben. Wer da noch nicht angemeldet ist, 24.04. gibt es ja den Promptathon von der Corporate Learning Community bei SAP in Walldorf und online. Da könntet ihr euch noch einen Platz sichern. Und natürlich auch wollen wir die Themen dann tragen aufs Corporate Learning Camp. Das ist auch schon in 3 Wochen, also gar nicht mehr so lang hin. Und falls da jemand Lust hat, entweder nach Hamburg zu kommen, dieses Jahr haben wir nicht Walldorf zusätzlich, sondern haben gesagt, wir wollen mal alle an einem Ort sein. Das heißt, Karl-Heinz und ich werden auch in Hamburg dann vor Ort sein. Aber natürlich wird es auch möglich sein, online mit dabei zu sein. Und da kann man natürlich viele Themen, die jetzt im MOOC vielleicht offen geblieben sind, die man nochmal vertiefen will, dann auch in der Session vor Ort nochmal aufgreifen. Wir haben aber nächste Woche auch nochmal die ganzen Links dann quasi in den Chat posten. Und ich freue mich drauf, dass wir uns dann ich den Staffelstab von dir annehmen, Marcel, und wir dann am Montag um 13 Uhr uns kurz schließen. Ich hatte es gerade im Chat auch schon mal geschrieben, ne? Die Teams-Einwahltermine, die sind ja verlinkt auf den Seiten. Super. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin so ein Kalendermensch. Alles, was nicht in meinem Kalender steht, findet nicht statt. ENBW-Woche ist ja schon freigeschaltet. Das heißt, am besten nehmt euch eine Minute oder so im Nachgang zu der Session jetzt,
schaut mal rein, wo ihr teilnehmen wollt, packt euch das in den Kalender, da hängen auch die ICS-Dateien unten an der Seite dran, dass man sicherstellt, dass da nicht ein Kollege irgendwie was drüber bucht, was ja durchaus auch mal gerne passiert. Sehr gut. Genau, und ich weiß nicht, Sandra, oder ob irgendjemand noch was hat aus der Orga, weil sonst wären wir für heute quasi am Ende, glaube ich, mit der Session. Nee, aus der Orga gibt es auch nicht. Ihr macht das alles ganz prima. Sehr perfekt. Schön. Dann schenken wir euch auf die Wochen Zeit und wünschen euch ein schönes Wochenende und freuen uns auf die Kommen. Freut euch auf den Newsletter schönes und bis nächste Woche. Danke. Bis dann. Dankeschön. Tschüss. 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 Vielen Dank. Tschüss. Ciao, ciao. Danke. Tschüss.